Hey, die Olympischen Spiele sind vorbei und es gab so viele außergewöhnliche Situationen, von denen wir lernen können. Und ich möchte gerne vier meiner Beobachtungen mit euch teilen. Erstens, ist euch mal aufgefallen, dass die Drittplatzierten in der Regel glücklicher waren als die Zweitplatzierten? Woran liegt das? Dass sich in der Regel die Silbermedaillengewinner nach oben vergleichen. Was können wir daraus lernen? Jeder Vergleich ist des Glückes Tod. Hey, du wirst immer jemanden finden, immer, der schneller ist, reicher ist, erfolgreicher ist, schöner ist, vermeintlich glücklicher ist als du. Des Glückes Tod ist der Vergleich. Hört auf damit. Seid in eurer Kraft, in eurem Leben und guckt nicht, was andere wie wo machen. Zweitens, was haben alle Olympioniken gemeinsam? Egal, ob sie gewinnen oder nicht. Sie wissen, was sie wollen in ihrem Leben. Sie haben ein klares Ziel und sie gehen dafür. Was heißt das für uns? Erst wenn wir wissen, was wir wollen, gibt das unserem Leben einen Drive und eine Bedeutung. Also weißt du, was du wirklich willst in deinem Leben? Drittens, High-Performer wissen in der Regel, wann sie aufhören müssen. Die Regel hier: Stelle immer dich selbst, deine Sicherheit und deine mentale Gesundheit vorne an. Und das heißt nicht, vor Dingen wegzurennen, sondern mutig zu sein und zu fühlen, wann sich gerade was nicht richtig anfühlt, wann du nicht in deiner Kraft bist, wenn Verstand und Seele nicht miteinander verbunden sind, rauszugehen, erstmal mit sich einzuchecken, bevor man eventuell wieder einchecken kann. Und viertens, das hatte ich auch schon in meinem letzten Video angesprochen, ist die Kraft der Visualisierung. Athleten visualisieren in der Regel nicht nur ihren Ablauf, sondern sie fühlen den Ablauf auch und sie fühlen das Ergebnis. Und damit änderst du deine gesamte Energie und programmierst alles in dir auf Erfolg. Das war jetzt wieder mega, mega verknappt. Ich werde dazu noch einen ausführlichen Artikel auf meine Website stellen.